Sagen, Highlight ist natürlich die wunderschöne Terrasse mitten in der Stadt. Die ist toll, groß, eine Sonnenterrasse, wir können alle Türen aufmachen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Monaco Deluxe. Heute in der Oscar Maria Brasserie. Im Literaturhaus, die meisten werden es kennen, es ist kein Geheimtipp mehr, aber viele haben es sicherlich noch nicht ausprobiert. Und wir werden heute versuchen, mit dem Küchenchef zu sprechen, was so die Highlights und die Leckereien des Hauses sind, sowie auch was das Besondere ist. Neben mir habe ich jetzt den Andreas, den Küchenchef. Und was ist denn bei euch die Spezialität? Also andersrum, ihr seid eine Brasserie, das heißt, ich kann den ganzen Tag bei euch kulinarisch verbringen. Was sind so eure Highlights und warum sollte man auf gar keinen Fall einen Besuch bei euch verpassen? Also unsere Highlights sind so die Vorspeisen des Rindertatar, das geht recht gut und sind auch stark im Fisch und so. Machen schön französische Fische und deswegen sollte man keinen Besuch hier verpassen auf jeden Fall. Am Nachmittag haben wir auch ein großes Kuchensortiment und französische Croissants und es wird gut gegessen und gern genommen hier. Wenn ich mir jetzt so die Kulinarik irgendwie einordnen lassen würde, wo ordnet ihr euch ein? Ja, so französischer Stil, ja, mit leicht mediterranen Einflüssen und es wird alles frisch gemacht hier, alles selbst gekocht. Ich habe jetzt das Glück, die beiden Betreiber der Brasserie für euch interviewen zu dürfen. Und eine Frage, die mir ganz unter den Nägeln brennt, ist auch die Geschichte der Inneneinrichtung, die ich vorhin auch in der Tasse entdeckt habe. Wie kam es denn dazu? Ja, wie kam es dazu? Grundsätzlich ist das Haus ja eigentlich ein Denkmal, Oscar Maria Grafs zu ehren. Und vor Eröffnung hatten sie, glaube ich, hier das Projekt mit der Jenny Holzer. Und die haben halt... Anstatt ein Denkmal haben sie halt das Objekt als Gesamtdenkmal genommen und halt so Kleinigkeiten wie die Lederbänke, wie das Geschirr, wie die Steintische draußen. Schon ein bisschen was vom Küchenchef mir erzählen lassen, dass man bei euch ja den ganzen Tag verbringen darf und sozusagen vom Frühstück bis zum Mittag, also Mitternachtsnack, aber natürlich zum späten Dinner bei euch eben alles bekommt. Wenn ich mir jetzt hier so die Umgebung angucke, hat man doch viel Mitbewerber, aber es ist natürlich hier auch was Besonderes, essen zu können und zu dürfen. Ja, wir haben zum einen ein sehr schönes Haus, das bietet sich natürlich an für eine tolle Gastronomie und wir haben ein sehr schönes Umfeld für einen Gastronomen. Wir haben viele Kanzleien, Banken in der Gegend, die gehen alle gerne Mittagessen und gehen gerne gut Mittagessen, sodass es eigentlich tagsüber hier ein sehr schönes Haus mit sehr viel Leben ist. Es wird am Nachmittag ein bisschen ruhiger, dann gibt es Kaffeekuchen bei uns und am Abend geht es eigentlich dann schon weiter mit den Gästen der Lesungen, die auch zu uns ins Haus kommen und natürlich alle anderen, die sich hier sonst noch wohlfühlen. Und so ist es immer eine schöne, bunte Mischung. Wenn ich mir jetzt so das ganze Jahr angucke, was sind so die Highlights in der Brasserie, die ich nicht verpassen darf? Kulinarisch gesehen oder? Sowohl als auch. Highlight. Wie gesagt, das Mittagessen ist schon mal ein Highlight hier. Da ist wirklich viel Leben, sehr, sehr großstädtisch. Und kulinarisch, mei, wir sind eigentlich in der Stadt sehr bekannt für unser Bœuf Tartare oder für die Bouillabaisse am Freitag. Da kommen viele Leute extra deswegen her. Und was haben wir sonst noch als? Saisonal, wir kochen sehr saisonal. Und ich würde sagen, Highlight ist natürlich die wunderschöne Terrasse mitten in der Stadt. Die ist toll, groß, eine Sonnenterrasse. Wir können alle Türen aufmachen. Also wir mögen den Sommer hier eigentlich sehr gerne. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei meiner kleinen Restauranttour durch München. Heute waren wir in der Oscar Maria Brasserie. Man spürt die Energie hier direkt, das besondere Räumlichkeiten, die leckeren kulinarischen Genüsse und natürlich auch den exzellent freundlichen Service. Also wer in der Nähe ist und einfach mal auf ein kurzes Café mit einem Croissant, aber auch ein leckeres Tartar vorbeikommen will, ist hier genau richtig. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten hier gewähren und bin gespannt über eure eigenen Erlebnisse. Gerne ab in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, wie euer Besuch hier war.
Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Das Programm heißt ja Männerflüsterin und Frauenversteher. Oder genau andersrum? Nee, die Männerversteherin und der Frauenflüsterer. Das hat auch einen Grund. Weil wenn Frauen das Gefühl haben, sie verstehen, ganz wichtig, das Gefühl, das heißt nicht,